Wie gehst du mit Krisen um? Diese Frage habe ich mir immer wieder gestellt und erst in den letzten Jahren eine echte Antwort dazu bekommen. Auch tatsächlich durch die Arbeit mit der Frau Dr. Hofmeister. Und zwar ist mir aufgefallen, beziehungsweise mir wurde es immer wieder erzählt, dass ich geboren wurde mit der Nabelschnur um den Hals. Das heißt, ich bin auf die Welt gekommen mit einem blauen Kopf, habe kaum Luft bekommen und mir wurde sozusagen die Luft abgeschnürt, schon in den ersten Sekunden auf dieser Erde. Und was denkst du, wie ich meine Krisen löse? Tatsächlich ist es so, dass ich meine Krisen genauso löse wie die Situation, als ich geboren wurde. Und zwar warte ich wirklich bis zum letzten Moment, bis ich merke, mir schnürt jemand die Luft ab oder ich schnüre mir die Luft selbst ab, um dann der Situation zu entfliehen oder sie eben wirklich anzugehen und zu gestalten und das Ganze selbst in die Hand zu nehmen, um voranzukommen. Diese Einsicht hat ewig gedauert. Tatsächlich, als ich 15, 16, 17, 18, 19, 20 war, fand ich das sogar cool zu sagen, naja, ich ziehe es eben durch, bis ich wirklich überhaupt nicht mehr kann und dann, wenn mir sozusagen die Luft ausgeht, versuche ich in eine andere Richtung zu gehen. Heute, wo ich das verstanden habe, versuche ich zu merken, vorher schon, mal gelingt es mir besser, mal schlechter, wie verhalte ich mich in einer Krisensituation? Muss es wirklich so weit kommen, dass ich keine Luft mehr bekomme? Das heißt, dass ich wirklich fast am Ende bin auf eine gewisse Art und Weise. Oder kann ich vielleicht vorher schon die Weichen so stellen, dass es gar nicht bis dahin kommt, sondern ich eben diese Krise positiv für mich nutzen kann, bevor ich sozusagen fast schon über die Klippe springe. Und genau das sind die Situationen, die wir eigentlich auch lernen mit der Biografiearbeit im Lebenshaus, zu versuchen zu verstehen, woher kommen gewisse Umgangsformen mit Situationen, die wir selbst im Alltag immer wieder beobachten. Und wenn wir sie erstmal verstehen, können wir sie eben auch mit in die Zukunft nehmen und uns überlegen, wie können wir sie ändern. Und das ist natürlich ein Prozess. Deswegen bin ich gespannt, wie das bei dir ist. Erzähl mir doch gerne mal in den Kommentaren, wie du mit Krisen umgehst und ob du vielleicht irgendeine Besonderheit bei deiner Geburt oder in einer anderen Situation hattest und das noch bis heute für dich mitnimmst. Das muss nichts Negatives sein, das kann durchaus auch etwas Positives sein, weil meine Krisenbewältigung ist sicherlich auch insofern positiv zu bewerten, weil ich eben wirklich durchziehe bis zu dem Punkt, wo ich nicht mehr kann. Aber das bedeutet dann eben auch oft, dass man über die Klippe springt. Und das ist nicht wahnsinnig sinnvoll, sondern dann ist es besser, vorher eine Abzweigung zu nehmen. Das heißt, das Abzuwägen ist einfach wichtig. Und ich freue mich zu hören, wie das bei dir ist. Vielleicht hast du ja solche Erlebnisse auch gehabt. Und grundsätzlich kannst du auch sehr, sehr gerne einfach mal durch ein Like hier unten mir mitteilen, ob du Videos von mir auch interessant findest oder ob du lieber vielleicht nur die Frau Dr. Hofmeister hören willst, dann kommentier das gerne auch. Wir haben einfach festgestellt, dass ich natürlich einfach ein paar Jahre jünger bin. Das heißt, gewisse Erlebnisse noch sehr, sehr nah an mir dran sind und ich auch gewisse Erlebnisse jetzt erst habe und deshalb versuchen kann, darüber zu sprechen, wie ich sie erlebe, was ich daraus mache und wie ich eben auch das Ganze dann für meine Zukunft gestalten möchte.